Für die Morels ist diese Rallye Familiensache. Da ist Antoine, der zum 9. Mal dabei ist, und Alan, nur 19 Jahre alt. Beide haben denselben Traum, an den Rosa See zu kommen. Von allen Siegesambitionen weit entfernt geht es bei der Rallye Dakar für die Amateure zuerst einmal um Abenteuer, Entdeckungslust und Herausforderung. Für manche ist das Familiensache, wie für Antoine und Alan Morel, Vater und Sohn, die 2006 auf ihren Quads mitfahren. Alan, 19 Jahre, ist zum ersten Mal dabei und sein Vater begleitet ihn unter einer Bedingung. Ich will ihn immer im Rückspiegel haben, so kann ich ihn überwachen. Und Alan hält sich da besser dran. Hey, ich bin 30, 40 Kilometer zurückgefahren, nur um dich zu holen. Ach, dieser Junge, sobald ich ihn nicht mehr im Auge habe, baut er Unfug. So einem jungen Hitzkopf ist die Überwachung natürlich gar nicht recht. Und auf den ersten Etappen muss ihn sein Vater des Öfteren im Zaum halten. Zu Beginn des Rennens hat er sich jeden Tag überschlagen. Wenn er einen Hubschrauber gesehen hat, ist er gleich 10% schneller gefahren. Er ist jung und heißblütig. Ich habe ihn beruhigt und jetzt ist alles okay. Trotz seiner Angriffslust hat Alan schnell verstanden, dass sein Vater sein bester Verbündeter ist. Ich habe großes Glück, dass mein Vater mir hilft. Er beräft mich, hilft mir über die Hindernisse. Wenn ich Schwierigkeiten habe, dreht er um. Das hat er sogar auf einer Spezialetappe gemacht. Manchmal frage ich mich auf der Piste, in welches Schlamassel hast du deinen Sohn da gebracht? Ich habe dann Angst, dass ihm was passiert und ich frage mich, ob ich das Richtige getan habe. Zum Glück überwiegen jedoch die schönen Momente. Wir sind ganze Spezialetappen zusammengefahren. Ich habe meinen Sohn angesehen und gedacht, das ist mein Sohn, das ist wundervoll. Das ist vor allem so, wenn die Tagesetappe sehr schwer ist, wie zwischen Zuerat und Atar. Bravo! Gratuliere, das ist super! Meinen Sohn sollten Sie beglückwünschen. Bravo, Alan! Ich bin auf meinen Sohn sehr stolz. Er hat mir zugehört, hat mir gefolgt. In den Dünen hat es gut geklappt und heute sind wir hier. Die beiden werden sogar bis ans Ziel kommen und Alan wird der jüngste Teilnehmer, der es je an den Rosa See gebracht hat.